Hallo Leute und herzlich willkommen zu Anzu Monogatari. Ich bin Anne und erzähle euch heute mal wieder eine Aprikosengeschichte aus meiner Zeit in Japan. Über das Thema der heutigen Folge habt ihr wie immer in der letzten Folge abgestimmt. Und zwar habt ihr euch für folgendes Thema entschieden, wie ich eine Nacht in einem Tempel übernachtet habe. Wer die erste Folge aufmerksam geschaut hat, weiß, dass ich im Teezeremonie-Club war, während ich in Japan war und dass ich eine super liebe Tee-Lehrerin hatte. Das Video zur ersten Folge verlinke ich euch auch nochmal an der Stelle, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Wenn man Mitglied in einem japanischen Club an einer Uni oder auch einer japanischen Schule ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass man in dieser Zeit irgendwann zum Gashuku fährt. Gashuku bedeutet wortwörtlich eigentlich nur sowas wie gemeinsames Übernachten, bedeutet aber in unserem Kontext oder etwas frei übersetzt, dass man eine Art Klassenfahrt mit dem Club macht. Also man macht eine Freizeitunternehmung, wo man irgendwo anders übernachtet. Das Ganze dient so ein bisschen erstens dazu, intensiveres Training, sage ich mal, zu machen, also intensivere Übungen machen zu können und auch einfach den Gemeinschaftsgedanken oder die Gemeinschaft, den Zusammenhalt des Clubs an sich zu fördern. Da ich erst im zweiten Semester, also im zweiten Teil meines Auslandsjahres Mitglied in diesem Club war, dachte ich, dass ich dieses Gashuku gerade verpasst hätte beziehungsweise vielleicht auch schon gar nicht mehr da sein würde, wenn sie das veranstalten würden. Doch ich hatte ziemliches Glück. Als sich das Unisemester zum Ende neigte und es langsam Richtung Semesterferien ging, fragte mich meine Lehrerin, ob ich denn mitkommen würde zum Gashuku. Da unsere Lehrerin selbst natürlich schon jahrelang Teezeremonie praktiziert und auch sehr in ein, ich sag mal, Teezeremonie-Netzwerk eingebunden war, hatte sie es für uns organisiert, dass wir in einem nahegelegenen Tempel 2 Tage lang sehr viele verschiedene Teezeremonie-Übungen machen könnten, die wir bei uns in der Schule aus verschiedenen Gründen nicht machen konnten. Wie ich euch in der ersten Folge schon mal erzählt habe, wollte meine Teezeremonie-Lehrerin immer allen Schülern die besten Möglichkeiten bieten und das war in der Schule eben nicht immer möglich, denn zum Beispiel durften wir kein offenes Feuer machen oder hatten nicht alle Utensilien, die es geben könnte. Und im Tempel wurde eben auch aktiv Teezeremonie praktiziert und dort gab es nämlich auch alle möglichen Utensilien, die wir in der Schule nicht hatten. Und vor allen Dingen gab es dort auch sehr viele schöne und sehr alte Utensilien, die auch eine sehr lange Geschichte hatten. Und dank unserer Lehrerin hatten wir die Möglichkeit, in diesen Tempel zu fahren, 2 Tage lang intensives Training oder intensive Teezeremonie-Übungen zu machen und in diesem Tempel zu übernachten. Ich weiß nicht, wie viele von euch sich darunter sehr viel vorstellen können, aber ich versuche euch einfach mal einen kleinen Einblick zu geben. Das bedeutet unter anderem, dass wir eigentlich den ganzen Tag in Seiza saßen. Wer nicht weiß, was Seiza ist, das ist dieser lustige Kniesitz, der einfach nur eure Beine tötet und das haben wir den ganzen Tag lang gemacht. Es war eine Herausforderung. Aber das bedeutet auch, dass wir morgens, mittags und abends traditionelles buddhistisches Essen bekommen haben. Es wurde nur eine einzige Ausnahme gemacht und zwar zum Abendbrot haben wir einmal ein Essen mit Hühnchen bekommen, was normalerweise nicht gemacht wird, denn buddhistisches Essen ist vegetarisch. Ich würde sogar behaupten, es ist vegan, aber dafür, um diese Behauptung abzustellen, habe ich mich noch nicht 100% damit auseinandergesetzt. Auf jeden Fall war es sehr viel Gemüse, sehr viele eingelegte Sachen auch, aber auch sehr viele Sachen, die ich so in der Art noch nicht so viel gegessen hatte, denn so richtig traditionelle japanische Küche wird auch in Japan immer weniger, ja, nicht praktiziert, aber einfach, es wird nicht als Fastfood angeboten, logischerweise. Neben den vielen Teezeremonieübungen und dem traditionellen interessanten Essen hatten wir aber auch die Möglichkeit, den Mönchen etwas näher zu kommen. Das bedeutet zum Beispiel, es gab abends eine Art Gesprächsrunde mit den Mönchen, wo er ein bisschen was erklärt hat, ein bisschen, ja, die Philosophie des Buddhismus weitergetragen hat, vermute ich mal. Und aber auch die japanischen Schüler ihm Fragen stellen konnten bezüglich Teezeremonie, aber auch bezüglich allem Möglichen ihres ganzen Lebens, der Jobsuche zum Beispiel bei den Schülern, die kurz vor dem Abschluss standen etc. Alles habe ich leider nicht verstehen können, aber alles, was ich verstanden habe, fand ich sehr interessant und inspirierend. Wobei es teilweise schon an eine Art Predigt
erinnert hat. Trotzdem war es eine sehr, sehr coole Erfahrung, das einfach mal live mitzubekommen. Und nach dieser abendlichen Gesprächsrunde sind wir dann in ein nahegelegenes Cento gegangen, das so 5 Fußminuten entfernt lag. Und dort haben wir uns dann frisch gemacht, entspannt und es war ziemlich witzig mit meiner Teezeremonie-Lehrerin in ein Cento, also ein heißes Bad zu gehen. Danach mussten wir dann helfen, ein bisschen Ordnung im Tempel zu schaffen, den Tempel sauber zu halten und dann durften wir in einem Nebengebäude vom Tempel übernachten. Dort lagen für uns Futons bereit, Mädchen getrennt von den Jungs. Da das Ganze Ende Oktober stattgefunden hat, lagen wir dann dort im heißen, schwülen Sommer nur abgetrennt von der Hitze durch ein paar Pappwände und die Mücken waren trotzdem sehr präsent. Das werde ich nicht vergessen. Und am nächsten Morgen ging es direkt um 5 Uhr früh los mit einer Morgenmeditation. Das heißt, alle haben sich wieder in dem Raum, wo auch diese abendliche Gesprächsrunde war, versammelt. Und dann mussten wir in diesem Meditationssitz, wo man so diese Füße so komisch übereinander schlägt, Lotussitz wird es, glaube ich, im Deutschen genannt. Ja, in dem mussten wir dann da sitzen und versuchen zu meditieren. Das fand ich ziemlich krass, weil ich Meditation auf eine etwas andere Art und Weise durchführe. Also ich finde es wichtig, dabei so zu sitzen, dass man sich entspannen kann, denn in diesem Lotussitz sind mir einfach meine Beine eingeschlafen und ich konnte überhaupt nicht abschalten. Trotzdem fand ich es voll gut, da mal ein paar Eindrücke zu bekommen, die man sonst eben nicht so einfach bekommen kann. Und ich habe auch mich mit den anderen japanischen Studenten unterhalten und die haben alle gesagt, dass sie dasselbe noch nie gemacht haben oder ziemlich anstrengend fanden und es auch noch in der Art nicht erlebt hatten. Und danach ging es dann nach dem Frühstück direkt weiter wieder, ja, mit Teezeremonieübungen. Um euch da vielleicht noch ein paar mehr Einblicke zu geben, ähnlich wie bei meiner Lehrerin, konnten wir dort natürlich offenes Feuer machen und konnten üben, zum Beispiel auch die Kohle auszutauschen. Oder wir haben dort auch noch weitere Spiele spielen können. Also wie dieses eine Spiel, was ich euch schon in der letzten Folge erklärt habe. Alle Spiele habe ich nicht so richtig verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe aber gemerkt, dass es in diesem ganzen Teezeremonie-Universum noch so viel gibt, was man lernen könnte, dass mich das eigentlich noch viel mehr fasziniert hat. Die Tempelanlage dort fand ich wirklich richtig schön. Ihr müsst euch vorstellen, dass dieser Tempel ein bisschen auf dem Berg gelegen liegt. Und von der Straße aus sieht man eigentlich nur das Tor. Und hinter dem Tor ist erstmal ein schöner, großer Garten. Man geht dann den Weg entlang und kommt dann zum Hauptgebäude des Tempels. In diesem gibt es dann auch nochmal, ja, sehr viele kleinere Gebäude und Gebäudeteile. Und hinter diesem oder in diesem Hof gibt es einen richtig schönen Garten. Von dem blende ich euch auch einfach mal ein Bild ein. Den fand ich wirklich schön. Und überall waren sehr viele Verzierungen an den Wänden, an den Holzleisten. Ich fand, es war wirklich ein richtig schöner Tempel, wobei ich Schreine persönlich meistens immer ein bisschen schöner finde als Tempel. Aber dieser Tempel war wirklich irgendwie was Besonderes. Vielleicht ist er auch zu was Besonderem für mich geworden. Auch hier, wie beim letzten Mal, ich habe echt mich darauf konzentriert, das Ganze zu genießen und diesen ganzen Input zum Thema Teezeremonie aufnehmen zu können und für mich, ja, so gut es geht, verinnerlichen zu können. Und deswegen habe ich damals nicht mal darüber nachgedacht, das Ganze zu filmen oder irgendwie versucht, ein Video darüber zu machen. Das Ganze war natürlich nicht kostenlos, wir haben ein bisschen was dafür bezahlt. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie viel, aber ich weiß, dass es unglaublich günstig war. Ich glaube, für das Ganze insgesamt umgerechnet 50 Euro oder so. Und ich glaube, für 50 Euro kann man in keinem Tempel als Ausländer irgendwie eine Übernachtung buchen mit Vollverpflegung und dem Cento im Preis inbegriffen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Von daher bin ich super froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, dort teilzunehmen. Und wenn ihr irgendwann mal ein Auslandsjahr dort macht und an der Schule oder Uni seid, ich empfehle es euch einfach nur, unbedingt Teil eines Clubs zu werden. Erstens lernt ihr dort Japaner kennen, die nicht so viel mit Ausländern zu tun haben und mit denen ihr Japanisch sprechen müsst. Wenn ihr eure Sprachkenntnisse verbessern wollt, ist das einer der besten Wege, das zu machen. Zweitens habt ihr die Möglichkeit, sehr viele Erfahrungen zu bekommen, die man sonst nicht so bekommt,
wie zum Beispiel dieses Gashuku, aber auch allgemein. Ihr macht Erfahrungen, die ein ganz normaler japanischer Student auch machen würde. Und ich behaupte, das sind die zwei Gründe, weswegen sich das Ganze einfach unglaublich lohnt und ich es jedem ans Herz lege, das zu machen. Ich selber bereue es so ein bisschen, dass ich es erst im zweiten Semester gemacht habe, aber auch dafür gab es eigentlich Gründe. Von daher ist es für mich so, wie es war, perfekt und okay. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte heute auch mal wieder interessant und habt ein paar neue Einblicke bekommen, die ich euch bisher noch nicht so gezeigt habe. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über das Thema für die nächste Folge. Thema Nummer 1, die Frau, die extra mit dem Auto angehalten hat, um uns zu helfen. Thema Nummer 2, als mein Handy mitten in Tokio ausging an einem Ort, an dem ich noch nie war. Wie immer könnt ihr oben im i abstimmen, welches der beiden Themen euch spontan interessanter vorkommt und dann werde ich euch beim nächsten Mal davon berichten. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich nochmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es interessant. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video oder in der nächsten Folge wieder. Ciao!